Sie sind hier, 26. Dezember 2018, 13.58 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Joe Tirantava wurde wegen illegaler Wilderei festgenommen. Urheberrecht Getty Images. Ein indischer Profigolfer wird in seiner Heimat festgenommen. Unzulässig Wilderei bringt den 46-Jährigen vorläufig hinter Gittern, sein Auto wird konfisziert. Der indische Topgolfer Joe Tirantava, der 2002 als erster Inder die Geldrangliste der Asientour gewann, ist wegen Wilderei festgenommen und inhaftiert worden. Der 46-Jährige hatte im berühmten Dudwa-Nationalpark im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh einen geschützten roten Dschungelhahn geschossen. Das bestätigte Parkdirektor Ramesh Pandey der Nachrichtenagentur AFP. Tirantava und sein Begleiter wurden wegen Wilderei und unerlaubten Eindringens in den Park festgenommen, sagte Pandey. Ein Auto, Waffen und weiteres Equipment seien konfisziert worden, ebenso einige Tierhäute und der erlegte Dschungelhahn. Im Dudwa-Nationalpark lebt unter anderem noch der vom Aussterben bedrohte bengalische Tiger. Indische Behörden gehen konsequent vor. Tirantava spielte von 2005 bis 2010 unter anderem auch auf der Europatour. 2005 wurde er als bester indischer Sportler in seiner Heimat mit dem Arjuna Award ausgezeichnet. Auf der Asientour gewann Tirantava 8 Turniere. Die indischen Behörden gehen seit einiger Zeit mit aller Härte gegen Wilderei vor. Die Anwälte von Bollywood-Superstar Salman Khan kämpfen derzeit gegen eine drohende 5-jährige Haftstrafe ihres Mandanten, den ein Gericht im April dieses Jahres für schuldig befunden hatte, im Jahr 1998 im Bundesstaat Rajasthan 2 geschützte Hirschziegenantilopen erschossen zu haben. Von Sportinformationsdienst.